Hallo zurück, eine neue Folge von meinem Let's Play. Ich bin in der Zwischenzeit mal wieder zurückgelaufen, denn wir haben hier eine ganze Menge Material und das müssen wir jetzt erstmal in die Kisten zurückliefern. Und wie ihr seht, ich habe die Tinkers Construct Texturen auch geändert, also vielen Dank nochmal da an den Tipp, wo ich die denn finden kann. Ja, jetzt sieht eigentlich doch alles ganz gut aus und der Rest sollte auch passen. Ja, lange hat es gedauert, aber na gut, so, aber ob mir die Texturen so gefallen, ich weiß es nicht. Das sieht alles so ein bisschen dunkel aus und naja gut, wir werden uns das mal ansehen. Gut, aber jetzt reparieren wir doch auch gerade mal unser Zeug. Damit wir dann gleich auch wieder zurückgehen können in die Höhle, die wir denn da gefunden haben. Das war alles broken. Okay, das passt. Gut. Dann. Wollen wir mal gucken, dass wir uns ein bisschen mehr Kisten herstellen. Moment, da hatten wir doch hier Holz drin gehabt. Da, ne? Da ist Rubberwood. Ne? Das mag ich jetzt eigentlich nur äußerst ungern benutzen wollen. Aber hier. So, 8 Kisten. So, machen wir das mal so. Gut. So, komm, jetzt haben wir hier genug Platz erstmal, aber das kommt ja dann noch alles weg, wenn wir das Applied Energistics System dann da angebaut haben. Aber das braucht noch ein bisschen. Gut, so, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, bis auf Fackeln. So, dann machen wir uns da noch eine ausreichende Menge an Fackeln. Jo, das sollte definitiv genügen. Ach, hier hatten wir auch noch Fackeln. Naja, gut, egal. Ja, dann haben wir das. Gut, dann ein bisschen was essen und dann geht's los. Moment, was ich doch nochmal eben gucken wollte. Genau, diese Carpenter-Blöcke, da brauchen wir Sticke und normale Carpenter-Blöcke für. Okay. Carpenter-Blöcke. Ja, ich will das mal kurz testen. Dann zeige ich euch, was ich vorhabe. So, haben wir jetzt überhaupt noch anderes Holz? Hatten wir das? Ja, gut. Ah, sehr gut, Carpenter Blöcke. Und da auch. Dann haben wir da 10 Stück von. Und da haben wir 6 Stück von. Okay, wunderbar. Dann kann das erstmal wieder hier. Nein, Moment, das nehmen wir woanders hin. Denn ich möchte ja meinen Weg mit Kies ausbauen, hatte ich ja gesagt. Oh, es ist Nacht. Legen wir uns erstmal hin. Ich möchte ja den Weg mit Kies ausbauen und die Steigungen, die sollen auch nicht so hässlich sein, so kantig. Erstmal was getrunken. Sollen auch nicht so kantig sein, sondern schön smooth, so schön steil hier hochgehen. So, aber. So, der Weg kommt natürlich hier hin. Wir machen das jetzt gerade mal zusammen, nur um zu sehen, wie das aussieht. Und dann gehen wir da zurück in die Höhle. Und dann holen wir uns da noch eine ganze Menge Material. So, wo haben wir denn unseren Gravel? Dort. So,
So, das Haus werde ich auch noch mal ein Stück versetzen, glaube ich. Ein bisschen nach hinten, weil das an sich nicht in die Struktur reinpasst. Also ich mache hier noch ein bisschen weg und setze das Haus ein Stück nach hinten, dass vorne mehr Platz ist am Eingang. Weil so ist er doch schon sehr nah am Strand, das ist nicht gut. So, was ich jetzt machen wollte. Wir setzen jetzt hier die Blöcke hin und das kommt da rein. So, ne, und dann geht das nämlich so schön steil hier hoch. Also ich laufe zwar immer noch die Treppen, ja, weil die Blöcke an sich bleiben, ja, aber es sieht doch schon, finde ich, viel besser aus, als wenn jetzt hier so diese normale Stufen oder so stünden. Es war ein sehr steiler Weg, aber mein Gott, warum nicht? Also ich finde es gut so. Aber jetzt müssen wir hier aber auch noch welche hinsetzen. Und ja, wunderbar. Ja, doch, das sieht gut aus. So habe ich mir das vorgestellt. Ach, ein Träumchen. So, dann kommt das mal weg. Die Erde, na, das nehmen wir mal mit als Füllmaterial. Man weiß ja nie. Gut, und dann geht's auf in die Höhle. So, was sagt ihr eigentlich zu den zur Auflösung jetzt? Ist das immer noch so augenkrebserregend oder geht es jetzt? Also ich glaube, den Fehler gefunden zu haben, aber das sehe ich dann halt immer auch erst, wenn ich die Videos schon verarbeitet und gerendert habe, weil hier an meinem Monitor sieht das immer ganz super aus. So, peng, da sind wir. Ach nee, warte mal, wir wollten uns doch, wollten wir uns nicht eine andere Spitzhacke machen, weil die, mit der kann ich hier nichts abbauen, ne? Naja, egal. Machen wir erstmal so weiter. So, dich kriege ich aber abgebaut. So, jetzt müssen wir aufpassen, denn hier steht ja bestimmt wieder irgendwo das Skelett rum und will mich von der anderen Seite da abschießen. Oh, da ist noch Kohle. Und mein Heimatpunkt, der leuchtet durch die Kohle hindurch. Oh, dunkel wird's. Ja. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich meinem Ziel etwas näher gekommen, mir eine Kamera und eine Greenbox zuzulegen, also das Equipment dafür. Ferris, oh, okay. Und mal schauen, wann wir das dann realisieren können. Dann baue ich hier studiotechnisch quasi alles um in meinem bescheidenen Kellerloch, in dem ich hier hause. Und dann kriegt ihr mich auch noch nicht nur voll auf die Ohren, sondern auch noch voll auf die Augen. Vielleicht, also wenn ihr das wollt. Es kann natürlich sein, dass ihr sagt, boah, ihr geht weg damit. Aber doch, ich finde das eigentlich eine ganz geile Idee. So. Okay. So, hier ist es sehr dunkel. Oder empfinde ich das nur so? Habe ich das so dunkel eingestellt? Also bei mir wirkt es recht dunkel. Also ich glaube, mein Bildschirm ist einfach so dunkel eingestellt. Ich hoffe, ihr seht das etwas klarer. So, dann geht's hier noch weiter. Tja, ich weiß gar nicht, wohin ich jetzt so groß noch graben soll. Also hier rüber wäre vielleicht eigentlich auch mal eine coole Idee. Oh, guck mal, was haben wir hier? Okay, und da ist noch Fire Infused Stone. So, was haben wir denn
Da. Komm, wir testen das mal. Zack. Oh no. Nee, mit dem lege ich mich nicht nochmal an. So, hier ist aber, oh, hier ist aber sehr dunkel. Also der will mich doch bestimmt gleich töten, oder? Gut. So, lasst uns mal so einen Überblick verschaffen, was es hier generell so alles gibt. Da ist noch ein bisschen Kohle, hier ist Wasser, da ist Lava, da hinten, da drunter ist Obsidian. Das brauchen wir ja auch, hatte ich ja gesagt, ich will mir auch einen XP-Tank möchte ich mir bauen. So, kriegen wir das auch schon abgebaut? Kriegen wir. Sehr gut. Und das kriegen wir noch nicht abgebaut. Okay. So, ab und zu eine Fackel setzen wäre gut. Oh Mann. Also von hinten schießt auch einer auf mich, das höre ich. Oder von irgendwo drüben oder so, keine Ahnung. Kriegen wir hier eine Fackel draufgesetzt? Da kommen wir nicht hin, ne? Ne, kommen wir noch nicht hin. Ja gut. Ach, also das hier ist echt kriminell, was ich hier unten veranstalte. So gänzlich ohne Sicherung und so rumzurennen. Gut, gut, gut. So, da drüben ist auch noch ein bisschen was. So, komm, wir graben uns hier einmal runter. Ich hoffe, wir finden nachher auch den Weg wieder hoch. Aber das sollte ja eigentlich, sollte das hinhauen. Gut, Spitzhacke Nummer 1 ist jetzt hinüber. Und immer schön Fackeln setzen. Er ist noch nicht hinüber. Jetzt ist sie hinüber. Und weiter geht's. Ja, wir sollten uns dann auch Lava mitnehmen. Also jetzt können wir es noch nicht. Wir haben ja noch kein Gefäß, wo wir die reintun können. Aber dann bei den nächsten Durchläufen sollten wir das tun. Dann können wir nämlich unseren... Das kriegen wir auch noch nicht weg. Dann kriegen wir nämlich unseren Ofen damit befeuert. Also unseren Schmelzofen. Okay, da ist Redstone. Das ist auch schon mal gut, dass wir das finden. Und hier fallen immer eine ganze Menge Sachen runter. Schauen wir mal, was gibt's denn da vorne? Oh, kriegen wir gar nicht hier durch. Ah, hier ist noch etwas Quarz. So, das nehmen wir natürlich auch mit. Wenn wir es denn abkriegen, kriegen wir. Gut. Ja, was machen wir jetzt hier unten? Das ist alles noch so ein bisschen fraglich. Wir brauchen definitiv besseres Werkzeug, das ist mal klar. Ich würde vorschlagen,
Wir holen uns hier noch ein bisschen von der Kohle. Und dann sehen wir zu, dass wir wieder zurückkommen, bringen unsere Sachen in Sicherheit, machen uns vielleicht den einen oder anderen Eimer. So. Und dann machen wir uns etwas besseres Werkzeug, dass wir auch die anderen Gegenstände abbauen können. Gut. Oh, hier ist noch eine Höhle. Also so eine Mini-Höhle, aber da ist auch noch Quarz, wie ich gesehen habe. Hier ist noch Lapis Lazuli. Und davon hat man tendenziell immer zu wenig später. Gut, Zinn haben wir da. Ja, wir befinden uns hier auf einer sehr guten Höhe für Lapis Lazuli wahrscheinlich. Aber ich habe eh immer nie Ahnung, wann auf welcher Ebene irgendwelche Erze zu finden sind. Okay, ich habe ein Achievement bekommen. Weiß der Geier warum? Weil Quarz hatte ich ja eigentlich schon. Gut. Unermessliche Reichtümer erstrecken sich hier. So, lieber Enderman, bitte lass mich in Ruhe. So, da graben wir auch besser nicht weiter. Sonst landen wir in der Lava. Wunderbar, wunderbar. So, hier ist auch noch Gold. Da ist noch mehr Lapis. Oh ja, das ist war jetzt sehr mutig von mir, sich einfach mal nach unten zu graben, wenn nebenan Lava ist. Aber so eine Höhle ist eigentlich immer echt genial, wie ich finde. Was es hier alles gibt, was wir alles noch nicht abbauen können. Ja, hier Kohle. Das gibt's, das kriegen wir abgebaut. Da ist noch ein bisschen Redstone. Oha, jetzt ist... Oh, was ist das denn? Essence Berry Bush. Auch nicht schlecht. Oh, guckt euch das mal an, wie traumhaft. Oh, wie cool. Und ich kann nichts davon hier abbauen. Also nicht so viel, wie ich wollte. Ja gut, wir gehen jetzt aber mal wieder zurück. Zeit ist ja jetzt auch um. Zinn, was haben wir hier? Aluminium, Redstone. So viele nette Sachen. Ah, Kupfer. Haben wir überhaupt schon mal Kupfer abgebaut? Weiß ich gar nicht. Kupfer brauchen wir aber. Ah, hier kommen Eisen. Das ist zu Beginn eine der wichtigsten Ressourcen. Saphir und Kohle. Oh, hier sind so viele geile Sachen. Ja, so, diese Büsche nehmen wir selbstverständlich mit. So, Essence Berry Bush. So, die bringen mir nämlich eine ganze Menge Erfahrungspunkte. Oh, da ist noch Aluminium. Oh, ist schon wieder kaputt. Na gut. So, aber Zeit ist wie gesagt vorbei.
In der nächsten Folge werden wir unsere Sachen wahrscheinlich in Sicherheit bringen können. Und ja, das war's. Ich werde jetzt noch den Weg nach Hause suchen. Und in der nächsten Folge machen wir dann von zu Hause weiter. Also dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.